Lass uns mal einen Marker setzen. Ich drücke mal auf weiter. Wir schauen mal. Ich bin auch gespannt. Ich habe auch eingelesen, der hat irgendwie enorm schlechte FPS seit dem Update. Naja, mal gucken. Schauen. Auf direkt Crash, wenn ich mit der Maus rechts oben in die Ecke gehe. So habe ich übrigens gestern nach dem Stream das Spiel beendet. Ich hatte ja gespeichert und bin dann einfach rechts oben in die Ecke mit der Maus. Nachdem der Stream aus war. Hat funktioniert. Spiel war aus dann. Oh. Hat geklappt. Echt ein super Job, denke das Game macht so Spaß. Jeder Erneuerung fiebern wir entgegen. Ich glaube, die Devs selbst auch. Ja. Ich glaube, die Devs selbst haben da auch richtig Bock drauf. Ne? Das ist halt... Ich kann mir das wirklich vorstellen, wie sehr du dich freust als Entwickler, wenn du ein Spiel releast, erstens überhaupt nicht damit rechnest, ja, dann so überwältigt wirst von Feedback und Leuten, die mega Bock auf das Spiel haben. Es motiviert halt ungemein, ne? Und dann fieberst du auch jedem Update, was du selbst machst, natürlich enorm entgegen, ja, und freust dich umso mehr. So, was auch im Patch stand, Kälber, ja, sind nicht groß geworden. Und das habe ich schon gemerkt. Ich habe das tatsächlich gemerkt, dass meine Kühe einfach nicht erwachsen werden. Ich bin gespannt, ob sie es denn jetzt mal schaffen. Das wäre ja mal schön. Das hätte ja mal ganz viel Schönes. So, außerdem gibt es ein Geräusch beim Mahlen und Dreschen. Kann ich das testen? Ich würde das gern testen. Regen habe ich ja gerade nicht, Regengeräusch. Aber naja, das kennen wir ja. Hallo, Anni. Frage ich mich natürlich auch, ob die überhaupt von dem Bug wissen. Hab ich noch was da? Roggen, Hafer, irgendwas? Weizen? Kann ich was dreschen? Da. So. Direkt mal probieren. Wartet, dann nehmen wir uns auch was zum... Warte, dann nehmen wir hier auch noch ein bisschen Roggenkorn zum Mahlen mit. Was weiß ich. Ist ja auch egal, wie viel. So. Alle hoppala. Direkt hier, ne? Müssen wir gleich mal... ausprobieren. Außerdem sollten mich NPCs jetzt nicht mehr in die Crafting Stations reinschieben. Angeblich. Meine Frage, was machen meine Einwohner, wenn ich sie zum Beispiel ins Lebensmittellager stecke? Nutzlos im Lebensmittellager rumstehen. Tja. Also ich höre das Schaf, was da hinten langläuft, ja. Hi, Holy War. Okay, es ging ein bisschen lang nach. Es sollte dann halt eigentlich auch irgendwann aufhören. Gut, also das ist schon mal definitiv da. Das hier irgendwie nicht, außer ich habe mich verlesen. Ich dachte, es gibt ein Geräusch dafür. Naja, gut, dann nicht. Moin Rock. Hallo Sandman. Die Bewohner hauen ab, wenn ich was crafte. Ja, so ist richtig. Verschwinden sollen sie. Hast du noch anderes Korn? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem Korn zusammenhängt, welches ich benutze. Ich kann jetzt noch Weizen versuchen. Wobei, nee, habe ich offensichtlich versucht. Also ich habe Weizen und Roggen versucht. Oder? Nee, Roggenkorn hatte... Nee, ich weiß nicht. Nee, das hatte ich so mitgenommen. Ich habe gerade nur Weizen. Noch da.
Anderes habe ich leider nicht. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich bin arm. So, was noch? Vielleicht liegt es auch am Regenback gerade, ja? Hey, Barbarella, silent. Ist ja durchaus möglich. Technologie. Crafting. Hölzerne Schöpfkelle. Dekoratives Holzobjekt. Es kann verkauft werden. Hölzerner Löffel. Ein dekoratives Holzobjekt. Es kann verkauft werden. Kleiner Weidenkorb. Ein Weidendekorobjekt. Es kann verkauft werden. Mittlerer Weidenkorb. Ein Weidendekorobjekt. Es kann verkauft werden. Und ein großer Weidenkorb. Ein Weidendekorobjekt. Es kann verkauft werden. Habt ihr verstanden, ne? Gut. So, Näherei. Hier gibt's jetzt kleine Tasche und einfacher kleiner Rucksack. Eine Tasche, die, wenn sie ausgestattet ist, vermutlich ausgerüstet ist, die Kapazität erhöht. Sie kann in der Näherei gefertigt werden. Nice. 3 Kilo Gewichtsbeschränkung, also 3 plus, für 4 Leder und einen Stock. Das ist auch neu, dass man hier die Required Resources sieht. Ja, die benötigten Materialien. Super toll. Also das ist wirklich im Tech Tree mega nützlich. Hey Steinbruch, hallo Hasi. Kann man vorher gucken, ob man es überhaupt craften kann, wo man es freischaltet. Super. Einfacher kleiner Rucksack. Der erhöht die Gewichtsbeschränkung auf plus 10. Auch sehr nice. Da braucht man Lederstock und Leinenfaden. Was haben wir noch? Brei, Haferschleim, dicke Suppe, Eintopf. Hatte ich das nicht vorher schon freigeschaltet? Das hatte man vorher einfach, oder? Das haben sie jetzt im Nachgang hier reingepackt. Das konnte man vorher einfach. Ohne freischalten. Hallo, Ricky. Sensengeräusche, neue Geräusche beim Melken vom Dreschen hatte ich, glaube ich, nichts gelesen. Ich dachte, Dreschen und Mahlstein. Also Mahlstein ja definitiv, aber dann vielleicht habe ich mich da vertan. Das hier hatte man definitiv vorher freigeschalten. Ist natürlich auch heavy, ne? Das müssen wir ja jetzt alles freischalten, auf jeden Fall. Wir brauchen das Zeug ja. Also, naja, gut, Brei vielleicht nicht und Haferschleim, aber... Gut, dann, warte mal, dann wir schalten hier erstmal gerade ein paar Sachen frei, weil die brauchen wir. Ja. Schmiede, hölzerne Schale, ein Holzobjekt. Nice. Holzbecher und hölzerner Teller. Hier haben wir dann die Pelzhaube. Hatte ich die noch nicht freigeschalten? Ist das noch offen? Das kann sein. 2 neue Kornmahlsounds für den Mühlstein. Okay. Also nichts zum Dreschen. Da habe ich mich verlesen. Das kann sein. Das ist möglich. Also, ne? Ich habe ja vorhin auch die ganze Patch-Nutz so mehr oder weniger so brrrr. Betut sich dann schon mal. Beutel. 6 Kilo plus. Nice. Kann man eigentlich 2 Wasser... Also, kann man einen Beutel und einen Rucksack haben? Ob das geht oder ob das ein Slot ist? Ja, yes. Ja, nice, da sehe ich mich doch. 6 Kilo hier. Leder und Eisen kein Problem. Leinfadenpelz. Hier auch noch. Ist halt erstmal nur freischalten. Ist halt erstmal teuer. Schmiede 2 Weidenkorb. Aha, ein Weidendekorobjekt. Es kann verkauft werden. Mm. Und ein hölzernes Rad. Okay. Große Tasche. 10 Kilo. Leingewebe, Eisen, Leder. Leingewebe. Ja. Machen wir peu à peu, wa?
Also Leinenfaden geht ja vielleicht noch, aber das Leinengewebe ist ja dann schon. Mal ganz abgesehen davon, dass mich das hier 3000 kosten würde, das freizuschalten. Das machen wir mal schön langsam, Freunde. Fangen wir hier mal im Kleinen an, oder was? Kleine Tasche und was? Einfacher kleiner Rucksack. Gibt 3 Kilo und hier nochmal 10. Na, ist doch nice. Das nehmen wir doch mal mit. So, wir brauchen Leder, Stock, Leinfaden. Ist klar. Leder und Stock. Leder. Viel. Stock. Und Leinenfaden. Ich habe nämlich gar nicht so viel. Das ist nämlich genau das Problem. So viel ist gar nicht am Start. Das haben wir noch gar nicht so richtig, ne? Das ist, müssen wir mal gucken jetzt, ja? So, F5. Hier, Schneidertisch. Da vermutlich? Nein? Nicht? Tasche? Einfachtasche? Nein. Was? Oh. Rucksäcke und Taschen. Hier. Kleine Tasche. Lampen sind richtig teuer. Muss ich gleich noch gucken. Das muss ja dann woanders sein. GZ-Steinbruch. Nee, hatte ich schon gelesen, ne? Hatte ich auch schon gesagt. Hi, Agelana. So, einfacher kleiner Rucksack. Hallo, Seitan. Mhm. Iron Balls und Taran, danke für die Follows. So. Wunderschön. Mal nicht so aggressiv, junge Frau. Einfacher kleiner Rucksack. Zack, der ist hier. Und der Beutel kommt vermutlich darüber, ne? Die kleine Tasche. Zack. 53 Kilo. Geil. Ja, nice. Na, das ist doch mal schick. Ja, schön. Sollte mich waschen. Bin dreckig. Schönen guten Abend, Taran. Ist mein Arm an Wolle? Na, Wolle habe ich ja eh ein ziemliches Problem tatsächlich. Schon alleine die ganzen die Klamotten, die ich bauen wollte, war ja schon wolltechnisch ein ziemliches Problem. Ja, das war ja schon immer etwas, naja, wenig, um das mal so zu formulieren. So. Jetzt muss man ganz kurz hier reingucken. Ob hier noch alles weitgehend normal ist. Warum ist denn unsere Frau so furchtbar glücklich? Das ist ja widerwärtig. Warum ist Otto so furchtbar traurig? Otto hat keine Frau. Jo. Das ist die Männer-WG. Aber Casimiris ist ja auch glücklicher. Das heißt, Otto mag seinen Job nicht, oder was? Was ist denn los, Otto? Crafting ist das Einzige, was du kannst. Du bist sonst mega useless. Hallo, Daruka. Gefällt dir Bäume in einen Rucksack oder in eine Tasche? Das ist mir so egal. Das ist ja ekelig. Was ist denn mit dem? Schönen guten Abend, Toro. Ja, gut. Aber hier, Waldemar, ne, ist der glücklichste Mensch in meiner Siedlung.
Waldemar hat richtig Bock aufs Leben. Ja? So, der hat zwei Kinder. Die sind aus dem Gröbsten raus. Ja? Der arbeitet in der Mine. Jeden Tag ist er weit weg von Frau und Kind. Ja? Das findet er geil. Hi, Christian. Das ist genau sein Ding, offensichtlich. Gut. Keine Arbeiter, das ist logisch. Gänsehaus auch nicht, Fischerhütte auch nicht. Das ist alles klar. Hier hat sich nichts verändert. Feld. Okay. Die Tiere, ich hoffe, die werden endlich mal zu Kühen. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Hier nichts Neues. Karte easy. Okay, jetzt. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das zu mir. Das zu mir. Eisenbolzen, Eisenpfeile im Notfall den. Eisernes Messer. Fackel wäre gut, hä? Eine Fackel wäre ganz nice. Krasimir, das Hemd ist halt nichts wert, ne? Das ist irgend so ein alter Putzlappen. Die will halt niemand haben. Hat auch irgendwie verständlich. Was ich auch gelesen habe, man kann ja jetzt die Schurschere auch herstellen. Die war relativ günstig, glaube ich. Die Schurschere. Die Frage ist, kommst du besser als aktuell mit Eisenpfeilen? Mit der Schurschere. Produzieren wir eigentlich gerade Flex? Warte mal. Und mal ganz kurz hier. Lachs. Och, wird gemacht. Alles klar. Roggen ist nicht mehr da. Ich frage mich ja dann immer, ob die 35% Roggen auf die anderen verteilt werden, wenn die Ressource nicht mehr da ist. Ja, nicht so, oder? Das macht die nicht von selber. So weit denkt die da nicht. Hallo Fernandes. Kalk jetzt benutzen können. Wir müssen ja erstmal herstellen können. Ich wüsste nicht, wo du. Also müssen wir mal. Nee, das müsste ja, wenn dann in der Scheune. Und hier habe ich es jetzt doch nicht gesehen, oder? Hier gibt es immer noch keinen Kalk. Müsste ja wieder Lehmbewurf hier herstellbar sein. Ist er aber nicht. Was jetzt geht, ist, dass du die Kante oben vom großen Haus, dass du die auch aus Stein machst. Die da. Das da. Das da. Das könnte man jetzt auch aus Stein machen. Soweit ich weiß. Den legen wir auf die 5. Die rüsten wir aus. Die Fackel rüsten wir aus. Das geht auf die 6. Okay. Björn vielleicht eher im Discord oder so. Ich wüsste jetzt nicht, ob das im Stream wirklich Sinn macht, irgendwie so. Das. Weißt du? Lohnt sich das neue Update? Weiß ich nicht. Ich spiele seit 10 Minuten. Update lohnt sich immer. Lass mich so formulieren. Update lohnt sich immer. Immer gut. Update ist immer schön. Außer es crasht alles. Dann nicht. Ja, aber. So, hier. Junge Dame. Halt, bleiben Sie stehen. So, bleiben Sie doch stehen, bitte. So, 770. Ja, vielen Dank. Ich muss dringend meinen Goldvorrat wieder pushen. Hallo. Ich hab Hallo gesagt. Rede mit mir. Ja, Dankeschön. Next.
Den Bug behoben mit den Feldarbeitern, da sie immer mal wieder nicht arbeiten wollen und man neu laden musste. Sie haben da definitiv was gemacht. Ich hatte das Problem aber gar nicht mehr so stark tatsächlich, weil ich auch nur noch einen auf dem Feld habe. Da funktioniert das, glaube ich, sowieso generell ein bisschen smoother. Auch wenn man nur ein Feld hat. Bei dem man dann auch nicht mehr dran rummehrt und so. Da geht das, glaube ich, alles sehr smooth. Smoothy. So, behalte ich ein paar. Bei wegen und so. Ach, nö. Nö. Nö, nö, nö. Schalte ich ja pünktlich ein, war ganz gespannt, als ich den Streamtitel gelesen habe. Also Patch Notes stehen wie immer auf Steam, ne, haben die Entwickler live geschalten. Wir haben in unserem Discord inzwischen auch einen Bereich für Medieval, weil das Interesse von mir und auch einigen anderen so groß an dem Spiel ist. Und da wird das auch immer schön reingepostet. Da kann man das auch, also wird das reinkopiert quasi. Ja? Da kann man das auch gut nachlesen. Ja, mit dem Update kam schon so einiges. Ich bin gespannt, wann unser erstes Event triggert. Bin sehr gespannt. Mal gucken. Aber dann läuft es besser, aber nicht bugfrei. Was ist, wenn die Kinder erwachsen werden? Brauchen sie zum Beispiel ein eigenes Haus und sowas? Na, wenn sie Kinder kriegen sollen, ja. Ansonsten können die, glaube ich, bis zu deinem Lebensende im gleichen Haus wohnen. Gehe ich mal davon aus. Wie wir bei den NPCs auch. Aber wenn die Kinder kriegen sollen, wenn die Kinder kriegen sollen, ja? Dann müssen die mit Sicherheit in ein eigenes Haus. Naja, ich glaube einfach, dass es wenig bringt, Björn, mitten im Stream. Das ist halt das. Also wenn ich jetzt auf Just Chatting oder sowas stehen würde, wo dann vielleicht auch das da wäre, aber jetzt ist halt das Interesse liegt ja gerade wo ganz anders. Das ist dann halt schwierig. Aber ansonsten können die Leute ja nach Thomas Lizara suchen. Gute Berliner Musik. Ich zitiere das mal so. Und dann passt es, glaube ich, auch. Europa baut kein Dorf, sondern eine Metropole. Na klar, irgendwann soll das hier eine riesengroße Stadt werden. Hallo? Kinder ziehen halt auch weg. Ist die Palisade aus Langeweile gebaut? Also erstens ist es keine Palisade, es ist eine Wand. Es ist eine Holzwand. Palisaden sind die mit den Spitzen oben drauf. Ich habe keine Palisade gebaut, ich habe eine Holzwand gebaut. Fand ich einfach schicker. Und nee, nicht wirklich aus Langeweile, sondern einfach in Anbetracht dessen, dass ja irgendwann, Betonung liegt auf irgendwann, Banditen ins Spiel kommen und da man ja noch nicht so richtig weiß, wie das dann läuft, ne? Und naja, ich hätte dann wenigstens schon mal was. Ja, Björn, das würde sowieso auch rausfliegen. Also es ist absolut richtig so, die Einstellung. Das ist sehr löblich. Sehr, 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 sehr löblich. Heute schon bei jemandem gesehen. Schwerer Sturm. 8 beschädigten Gebäuden. Uff. Fiebel. Oh moin. Danke für den Resub. Danke für 39 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du bekommst den 3. Stein für den Kamin. Du kannst jetzt stapeln. Dankeschön. It's raining, man. Oh. Genau, den NPCs einfach keine anderen Aufgaben geben. Sind schon auf 5 teilweise, aber noch niemand auf 6. Wie gesagt, also was wichtig dabei ist, du darfst die NPCs nicht aus ihrem Job rausnehmen. Die brauchen pro Level-Up, glaube ich, 2 Jahre. Ihr dürft mich gern korrigieren, wenn das nicht korrekt ist. Aber die brauchen pro Level-Up in der Fähigkeit 2 Jahre durchgängig in dem Job. Gibt's Pfützen, wenn es regnet? Nee. Mm-mm.
So, ich bin ja mal gespannt. Morgen ist Seasonwechsel. Die war da gerade eben nicht auf 94%. Hä, gerade eben war der glücklichste bei uns, der Waldemar. Mit 89? Wieso haben die jetzt plötzlich 94? Was ist denn jetzt passiert? Nie kaputt? Steigt halt, seit du gestartet hast, dauert ein wenig. Ah, hi Hidden. Danke für den Host. Wie geht's deinem Erben? Ich hoffe gut. Ich hoffe doch, dem geht's ganz gut, du. Das hoffe ich doch. So, hier. Morgen bitte wieder Feldarbeiter. Da muss das Feld wieder bestellt werden, junge Dame. So. Ja, das hast du fein gemacht. Ja, fein. Ein guter. Hast du gesehen, Herr Angemann? Die Berufe beeinflussen das jetzt. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Das habe ich, ihr habt das gelesen. Einfacher Holzschemel. Holztisch. Standfackel 800. Einfacher Holzschemel 1000. Hölzerne Bank 1500. Laterne 2. Ja, läuft. Gut. Ja, dann. Na, wenn es weiter nichts ist. Da können wir ja noch ein bisschen sparen, wa? Oi, 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 oi. So, also hier ist der Lehmbewurf, ne? Beim Gänsehaus ist der Lehmbewurf. Kalk gibt's halt noch nicht. Oder klatsche ich da die Steine, die Kalksteine an die Wand? So. Lehmbewurf. Steinwand? Lehmbewurf. Immer noch. Also da sehe ich jetzt, ich habe das auch gelesen, dass da stand, dass sie das gefixt hätten, aber das steht drin, Joker, bei Fixes, glaube ich, steht das. Aber ja. Nö? Nö. Umbrinis. Ja, schönen guten Abend. Na, hier ist ja die Stimmung wieder richtig gut. Ah, ich würde mich auch gern mit hier dazusetzen, so ein bisschen. Ah, soll ich mich mal hier so... Na? Edita? Muss für sie jetzt schon ein bisschen creepy sein, wenn sich hier einer so vor sie hockt. Hm. Wandlehm wird zum Aufwerten von Steinmauern anstelle von Kalkstein verwendet. Ja, aber als Fix, oder? Also als, das steht ja bei, das ist ja eigentlich ein Fehler. Stimmung! Hast du einen Moment Zeit, sag mal? Nee, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich lasse das mal, geh mal weg. Genau, Vertonung kommt noch. Also Vertonung wollen sie tatsächlich machen. Total. Oh, es gibt neue Geräusche für Eimer. Hier, Wasser holen und so. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Direkt hier. Alle. The fuck?
Knuspriges Wasser. Alles klar. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Holz vom Eimer einfach mit weggenagt oder so. So, jetzt gehen wir hier mal Wasser holen. Beim Wasser holen gibt es nämlich auch einen Sound. Steht da. Herrlich. Wunderschön. Na. Wenn das mal nicht ist, du. Eimer mit verdorbener Milch. Wo kommt denn die ganze... Ah, wir haben ja Ziegen. Die kommt von den Ziegen, ne? Alter, faules Ei hier. Wattenfaules Ei, Eintopf, Fleisch mit Soße. Ich glaube, ich muss wieder Eintopf machen, ne? Oh, wir haben ja kaum noch... Was ist denn hier passiert? Wir haben kaum noch gutes Essen da. Dicke Suppe. Ah, wir haben ganz viel dicke Suppe. Karotten und Fleisch. Ein bisschen Eintopf machen. Karotten. Und Fleisch. Oh, ein bisschen Eintopf war. Reicht. Dauert lang genug. Ich schiffe, sie werden sich mit Sicherheit inspirieren lassen haben. Bestimmt. Ivan in das Lexikon. Als ich das allererste Mal gespielt habe, habe ich das auch gesagt. Du kriegst halt sofort Kingdom Come Deliverance Flashbacks im Spiel. Update mit Pinsel für Farbe wäre sinnvoll. Ich habe ca. 500 Kalkstein. Ja, irgendwann soll Kalkstein ja, glaube ich, mal als Upgrade-Material verwendet werden. Dachte ich immer. Ne, dass man dann damit irgendwie was macht. Aber wer weiß wann. Von Bonnie Ferry, der gibt mir ein Follow. Wer weiß, wann das kommt. War mit Holzwurm. Wasser mit Stückchen. War ein Schokoeimer. Ah, so wie beim Eierlikör, ne? Ab der Nähe 2 ein Färbebottich dabei sein. Ah. Ja, das kommt dann mit Sicherheit noch, ja. Das kommt dann bestimmt noch. So, was können wir denn eventuell noch machen? Was haben wir jetzt gemacht? Suppe, weiß ich gar nicht mehr, ob wir davon. Dicke Suppe haben wir auf jeden Fall noch da. Normale Suppe können wir vielleicht noch machen. Rote Beete und Fleisch. Wollen wir mal gucken, wie viel. Rote Beete wir noch am Start haben. Gehe ich eigentlich immer dahin? Ich kann auch hier hingehen. So, dann packen wir mal eben den Eintopf hier rein. Habe ich nicht 20 gemacht? Komisch. Rote Beete haben wir noch am Start. Ein bisschen mehr mit. Und ich weiß nicht, wie viel Fleisch. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob es 1:1 Verhältnis ist. Und irgendwie passen. Hallo Banditenweib. Hey. Gab es schon um 18 Uhr sowohl im Haus als auch leider nur so am Rande. Wir Menschen in dieben Farben schon immer. Ja. Ja, das ist schon klar. Dass das alles ganz, also durchaus bunt war. So. Ja, könnte man, also, ne, würde ich mich auch freuen, wenn man noch so ein bisschen. Ach so, ne, du kannst ja dann auch so Dekorationen oder so machen, ne? Mittelalterliche. Auch schön vorstellen. Wandmalereien und so. Hm.
Oh, das weiß ich gar nicht. Weiß das jemand? Wie man die eigenen Dörfler patrouillieren lassen kann? Weil ja, das stand im Update. Das habe ich auch gelesen. Vielleicht gibt es jetzt einen Job dafür. Politisch korrekter Ausdruck lautet Suppe mit dicken Knochen. Hi, ist Lothar. Immer noch selber dreschen oder machen die NPCs das? Das bei mir machen das die NPCs, Stiefelbär, in der Scheune. Muss ich nur einstellen, dass sie das dreschen sollen und dann machen die das auch. Wenn ich einen Farmer in der Scheune habe. Problemlos, aber schon länger. Also. Kann man da auch Kuchen backen? Ja. Ja. Wer rührt denn da ins Leere? Tjuk, einen wunderschönen guten Abend. Wir stehen einfach auf dem leeren Kessel. Kommt bestimmt auch noch. Ist das dann hier animiert? Das ist dann da unten ein Feuerchen an. Hier wabert irgendwas drin rum. Es kommt noch. Ganz stark von aus. So, 20 mal Suppe. Sehr gut. Packen wir auch direkt ins Lebensmittellager rüber. Zack. Ich könnte mal wegen Fleischpastete gucken. Hä? Das geht ja auch irgendwie. Da brauche ich aber bestimmt Mehl und Eier vielleicht. Nehmen wir ein paar Eier mit. Wir nehmen mal Mehl mit. Mehl. Wo ist denn hier Mehl, sag mal? Ich habe hier halt, weißt du, 20 Milliarden mal Trockenfleisch drin, weil das sonst wie viele unterschiedliche Stufen vom Zustand her hat. Furchtbar. So. Servus, Koscha. Hallöchen. Danke dir für die Bits. Es ist noch Suppe da. Ist nicht Soße? Hier, so, Herd. Können wir, reicht das für irgendeine Fleischpastete? Nicht genügend Ressourcen. Was brauche ich denn? Einmal mit Wasser habe ich, Mehl habe ich, Ei habe ich. Gebratenes Fleisch. Ah. Gebratenes Fleisch, da machen wir mal 5. 5. So viel Pasteten können wir eh nicht machen. Es braucht ziemlich viel Mehl. Was kann man mit der Milch machen? Müsli? Ich weiß gar nicht, wofür man Milch momentan so alles braucht. Einmal mit Wasser. Ob man die überhaupt schon verarbeiten kann. Einmal mit Wasser, einmal mit Wasser. Nö, momentan noch gar nicht. Brauchst du noch überhaupt nicht, glaube ich. So, hier. 2 können wir machen, ne? 2 Fleischpasteten. Jetzt geht's aber los. Hier, guck da. Da schiebt man das Ganze rein. So. Mhm. 5 in Zahlen. 5 in Worten. Auch. Nicht gut in Kaffee unterbringen. Das ist auch eine gute Idee. So. Natürlich holen wir die Fleischpastete dann nicht wieder raus. Nein, nein. Nein. So kann man die Milch verkaufen momentan. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was man sonst groß damit machen könnte. So, jetzt holen wir sie wieder raus. Und sie sieht noch genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, wo wir es reingeschoben haben. Fantastisch. Sehr gut. Dankeschön. Fleischpastete. Guck dir das an. 70. Möchte halt auch sein. So, das packen wir jetzt hier rein. Das packen wir auch hier rein. Das, ja, alles gut. So. Das vergammelte Zeug. Oh, ich würde mir so wünschen, dass irgendjemand das vergammelte Zeug einfach dann automatisch rüberbringt, ne? Und dem anderen guten Zeug hier drin liegt. Das ist irgendwie so. Das gute Zeug, du. Das gute Zeug.
Das ist doch nicht schön, das ist doch nicht. So, aber wir gehen jetzt schlafen, glaube ich, oder? Lass mal den Seasonwechsel kommen. Warum hat denn bei uns niemand das Feuerchen angemacht? Was soll denn das? Ingvar, du kannst doch wenigstens mal irgendwas Nützliches tun. Ingvar, mach doch mal was Nützliches. Hat er sich jetzt für ein neues Bett entschieden, oder was? Das sind ja ganz neue Moden hier. So. Hallo, Karmudin. Moin. Moin. Na, junger Mann. Ich habe Arbeit für dich. Alles was zuweisen. Immer noch nicht. 8 Jahre, zu jung zum Arbeiten. Ich glaube, es hackt. Faules Stück. Na, hast du Moment Zeit? Nee, ne? Hast keinen Bock, ist klar, wie immer. Empty, schönen guten Abend. Ja, das ist eine Quest. Rainer, mein Freund, guten Morgen. Wie kann ich dir denn helfen? Deinen Bogen hast du verloren. Ich kann ja mal gucken, was ich machen kann. Natürlich eine Rekurve. Na auch. Völlig. Ist ja klar, Kunde. So, du willst bestimmt Eisen? Lass mich raten, wa? Natürlich. Kann ich machen. Ich muss hier bloß mal ganz kurz, darf ich hier mal ran? Ich muss ja mal eben... Ha, 6 Leinenfaden. Ja, scheiße. 2 Rundholz, 6 Leinenfaden, 3 Leder. 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 Ich wusste, dass wir kein Leinen mehr haben. Hier wächst ja ein Baum in dein Haus rein. Nein. Bildet sich ja eine Raupe, welche die verdorbenen Sachen ausräumt. Milch selber trinken ergibt einen leeren Eimer. Milch verkaufen und der Eimer ist weg. Dreimal darfst du raten, was lukrativer ist. Yay. So, 4 Eisen. Holen wir gleich. Ich habe da mein Platindach verloren. Ein Platindach. Oh, ihr habt den Recurve nicht hergestellt. Ich trottel. Sag mal. Sollten vielleicht auch craften, ne? Nicht nur die Materialien zusammensammeln. Craften wäre eine gute Idee. So. Olaf, ja, das ist erstmal deine und du gehst mal da weg. Hau ab! Muss da ran. Ich steck doch schon wieder hier drin. Ich sehe das doch. Ich steck da in der Workbench. War zu schnell, oder? War mein Fehler. Ist es. Nee, eigentlich ist es niemals Nutzerfehler. Ist es nie. Das ist ein Bug. Komm ich hier wieder raus? Natürlich nicht. Na, vielleicht doch. Na, Gott sei Dank. Rausgeglitscht. Haben wir jetzt das Teil? Okay, Kurvebogen, sehr schön. Ah, moin Magnum. Wie bekommt man die verdorbene Milch aus dem Eimer? Vermutlich gar nicht. Ja, nee, definitiv gar nicht. Hi, hier dein neuer Bogen. Danke. So, das war er. Jetzt habe ich noch eine Quest. Wirkt sich das eigentlich auch auf die Moral aus? Ich glaube nicht.
glaube nicht. Hi. Kann ich dir helfen? Hast du zufällig etwas Wolle dabei? Ich mache ein neues Kleid, ich brauche welche. Och, drei, naja. Ich hatte jetzt schon Angst, jetzt kommen irgendwie so 30 Wolle. Ich habe Mehl im Inventar. Wollfaden. Als Belohnung. Das ist doch nice. Und ein kurzes Kleid. Das war doch nur der Rest, der fehlte, Mensch. Das war nur der Rest. So. Eisenpfeile 150, na, die müssen ruhig mal noch ein bisschen, das lohnt sich sonst noch nicht. Außer wir gehen noch Samen mitverkaufen. Frau ist beschäftigt, ja? Frau arbeitet brav. Na, aber sicher, guck mal, die muss jetzt erstmal hier den Kohl ernten. So, ne, erstmal die rote Beete, dann den Kohl und dann fängt sie an zu bestellen. Na, die macht das schon. Wie viel Leder hast du? Mal gucken. ...483 aktuell. Jetzt weiß ich wieder, was ich nachgucken wollte. Schuppen. Nö, alles gut. Der produziert noch Brennholz. Hatte Sorge. Nähst du irgendwas zum Verkaufen? Momentan nicht. Momentan lasse ich sie, glaube ich, ausschließlich Wollfaden und Leinfaden herstellen. Guck mal nach. Aber ich glaube, sie macht momentan nur Fäden. Ja. Ja. Apropos, das hier können wir uns eigentlich schenken. Inzwischen. Ja, ja, ich weiß, die hatte ich ja eine Zeit lang, habe ich sie das ja herstellen lassen. So einfache Schuhe und was weiß ich was. Und dann hatte ich irgendwann kein Leder mehr. Ne? Wie viel bringt denn so eine kleine Tasche? Was ist denn die wert eigentlich? Kleine Tasche, 100. Ne. Ich kann jetzt Lampen bauen. Ne. Eins, einen wunderschönen guten Abend. Oh. Möglicherweise ein wenig überladen. Darf ich mal eben da ran, bitte? Gehen Sie mal, können Sie mal kurz hier... War das ein Troll? Nein. So, warte. Edle Stiefel, 36. Die hatte ich früher, glaube ich, dann immer hergestellt. Einfache Schuhe, 16. Edle Schuhe, Leder, 3. Schicke Schuhe. Schick, 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 schick. Edle Stiefel. Edle Stiefel tragen wir doch selber. Edle Stiefel. Die sind drei. Die haben 300. 36 Leder. Das lohnt sich da nicht. Dafür könnte ich 9 Taschen herstellen. Kleine Taschen. Mit Stöckchen. Da sind noch kleine Taschen gerade viel besser. Ich brauche 36 Leder.
für einmal edle Stiefel, die 300 wert sind. Wiegen halt mehr. Ja, aber es ist trotzdem, also ist ja definitiv vom Preis her besser. Ist schon klar, dass sie mehr wiegen, aber so. Aktuell doch eigentlich schlauer. Oder? Oh! Ich will jetzt mal wieder ein bisschen Leder ablegen. Das ist mir einfach gerade zu viel in meinem... Jo. Aber... Okay. Wenn wir da jetzt... Warte mal. 4, 40, 80. Da können wir ja mal... Da legen wir mal 70 ab. Dann machen wir jetzt hier so. Und da können wir so einige herstellen. Und dann brauchen wir hier noch... So sammle ich Stöckchen. Wieso? Warum, Raupe? Also... Das muss doch jetzt nicht sein. Jetzt nimm dir halt 20 Stückchen aus der... Ich nehme mal 20 Stückchen aus der Lager. Wir haben sehr viel Brennholz. Warum haben wir so viel Brennholz? 2,9. Produktion liegt bei... Warte, was? Produktion liegt bei... 2,52. Wieso geht denn das so enorm hoch? Warum haben wir so viel Brennholz? Die Arbeiter besser werden. Ja, aber es ist doch trotzdem Quatsch, Joker. Ist ja immer noch, wenn... Wenn da steht, 2,52 pro Stunde produziere ich Brennholz, 2,9 verbrauche ich, muss es doch weniger werden. Na, Mesro. Was willst du? Ja, verbraucht die pro Stunde. Die gleiche Angabe. Im Sommer waren es aber weniger Verbrauch. Ich weiß nicht, ob der da so viel drunter war, du. Im Vergleich zum Herbst. Ich habe jetzt im Sommer nicht drauf geachtet. Es kann sein. Deine Farmer bauen nicht an. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es sind Farmer. Dort liegt der Fehler. Wenn sie auf dem Feld was anbauen sollen, müssen es Feldarbeiter sein. Vielleicht sich dann im Winter wieder aus, aber zu höher. Ja, das stimmt. Ich will nur eigentlich nicht bis dahin 1000 Brennholz im... Also, wir müssten halt mal... Ich müsste das so ein Jahr beobachten, ob sich wirklich die Waage hält dann, dass es nicht mehr wird. Weil wenn es natürlich jetzt immer mehr wird, ist es eigentlich ein bisschen nervig. Ich will mir nicht mit Brennholz meine Storage zumüllen. Moin, Oceansa. Anziehungsgenerator? Was für ein Anziehungsgenerator, Ains? Anziehungs... Reingezogen? Keine Ahnung wie. Oceansar, wenn du in der Zuschauerliste nicht findest, dann wird er wohl nicht da sein, ja. Du kannst auch Brennholz zu den Häusern in die Kisten legen. Dann wird zuerst das verbraucht. Das könnte man natürlich auch machen, ja. Ja, da wird's, ja, mal gucken. Was macht dann der Farmer? Der Farmer würde in der Scheune Dinge produzieren, wenn du in der Scheune einstellst, dass dort irgendwas produziert werden soll. Das macht der Farmer.
Barney, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Also das hier dauert mir einfach echt zu lange. Das ist nicht mein Ding. Ne? Das ist einfach was. Schönen guten Abend, Barney. Mestoro, danke für den Resub. Vielen, vielen lieben Dank. 32 Monate im Kokon. Baumeister Manni kommt bei dir vorbei. Schlägt schon mal ein Loch für die Wand, fürs Fenster. Leider. Ja? Oder das Fenster selbst noch nicht geliefert. Bis dahin wird der wundervolle Baumeister Manni das Loch mit Eisenstäben abdichten. Natürlich nur zu deiner eigenen Sicherheit. Ne? Dankeschön. So, wir sind nicht überladen, wir haben 20 solche Täschchen dabei, die wir verkaufen können. Ja, es wird ein bisschen Geld bringen, um Leder runterzukriegen im Lager. Absolut okay, dauert halt, ja. Dauert halt. Das ist halt immer so, wenn diese Crafting-Optionen funktionieren würden, wäre es halt schon sehr nice, ja. Das ist ja gerade das, was am meisten nervt, dass du hier Fähigkeiten hast, die halt noch nicht funktionieren, ja. Die würden das ja beschleunigen. Die würden die Produktion einfach beschleunigen. Da wäre es vielleicht gar nicht so nervig. Und die NPCs willst du halt auch... Also ich will zumindest meinen NPC gerade nicht das machen lassen. Wieso habe ich 11 Eimer? Wenn die Milch schlecht wird, wenn die Milch komplett verdirbt in meinem Lager, kriege ich Eimer daraus, leere Eimer. Wo vorher kein Eimer war, ist nun ein Eimer da. Ja, nice. Ja gut, ja kann man machen. Micha, einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank für den Resub. Danke für 11 Monate. Du bekommst eine Zuckerwattemaschine und eine Eistruhe für deine Gummizelle. Gönn dir was Süßes, dankeschön. Holy Wars gab ein Update, damit kamen Taschen und Rucksäcke. Hab ich mir gebaut. Die kleinsten Varianten habe ich mir gebaut. So, ich bin aber eigentlich hauptsächlich hier wegen Flachsamen. Die können wir doch eigentlich komplett verkaufen. Flachs brauchen wir für nichts. Die Samen. Wir brauchen ja nur den Flachs selbst für Leinfaden. Die Samen selbst brauchen wir nicht. So. Haferkorn brauchen wir für Mehl. Karottensamen brauchen wir nicht. Kohlsamen brauchen wir ebenso nicht. Roggenkorn für Mehl bleibt. Rote Beete-Samen brauchen wir nicht. Und Zwiebelsamen brauchen wir genauso wenig. Gut. Und wenn ich mich nicht täusche, hatte ich extra eine Notfallration, 50 Stück von jedem Samen hier drin. Jo. Sehr gute Raupe. Die Kühe sind erwachsen geworden. Guck mal, die Kälber sind groß geworden. Dicke Kuh. Wer ist eine dicke Kuh? Wer ist eine dicke Kuh? Wer ist eine dicke... Hallo? Mo. Ja, nice. Freue ich mich. Oh, das müssen wir... So, aber nicht du. Ja, ist ja gut. Ich mach ja ganz Mensch. Immer so ungehalten reagieren müssen wegen jedem Kack.
kann auch nichts dafür, Osho und so. Ich kann nichts dafür. Außer nicht meine Entscheidung, ja, Flechtwände zu machen. So, ihr braucht Stroh, ne? Habe ich nicht dabei, scheiße. Naja, gut, das machen wir. Das können wir ja auch später machen. Das ist ja jetzt nicht, das eilt ja nicht. Gut. Alles gut? Die nehmen wir noch mit. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir verkaufen wollen gerade? Eigentlich nicht so, ne? Nö. Okay. Was ich halt leider auch gelesen habe, ist, dass wohl seit dem Hotfix die Leute gar kein Event mehr hatten. Die Frage ist natürlich, hat da jemand von euch seit dem Hotfix schon mal so ein Event? Karina, einen wunderschönen guten Abend. Lexikon gibt allen hier Tiernamen. War es verständlich? Kann man machen. Timmy hatte noch keins. Spielt sonst noch jemand den Hotfix? Also die wirklich aktuellste Version hatte schon mal so ein Event. Ein Event? Ja, habe ich, Jarin, klar. Natürlich. Hat er auch noch keinen? Wie schon seit 3 Stunden. Auch mit dem Hotfix, ne? Jimmy. Kriege ich pro Tasche. Das ist okay. Für 4 Leder und 1 Stöckchen ist das okay. Das ist halt nur die Zeit, ne? Die Zeit ist ein bisschen nervig, die man dafür investiert. Gestern soll es auch mit bestehenden Savegame gehen, aber viele sagen, bisher gab es kein Event, bei denen nur, wenn sie neu angefangen haben. Ja, mal abwarten. Hoffen wir mal, dass sie das fixen. Jetzt noch die ganzen Samen weg. Danke. War ich schon bei Uni? Nee, ne. Ohne Hotfix spielen? Nö. Nö. Aber naja, außer du hättest schon vorm Hotfix das Spiel angehabt. Dann zieht halt Update, also Steam ja logischerweise kein Update. Steam macht ja erst das Update, wenn das Spiel aus ist. Gezückte Waffe mit den Leuten spricht. Ja. So. Sehr schön. Erstmal wieder ein bisschen Gold auf der Tasche. Das ist doch schon mal sehr gut. Ich will nämlich weitere Rezepte freischalten. Do-d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 o
Ja, ich würde auch erstmal abwarten, Red Wing. Es würde mich nicht wundern, wenn sie das Problem fixen. Die musst du freischalten. Jens, die sind im Tech Tree. Hier irgendwo, warte mal. Hier ist die Standfackel beim Grabungsschuppen. Und bei der Mine ist die Laterne. Cap kann man auch einfach wieder erreichen in einem neuen Spielstand. Ja, klar kann man das. Nicht aus, aber du musst ja trotzdem dann alles neu aufbauen. Wenn man es ohne Cheats macht, Joker. Ja? Ohne das Safe Game zu beeinflussen. Ja, nun. Hallo, Lunaria. Davon war nicht die Rede. Ja. Hi Inga. Der Winterfisch steht vor der Tür. Wir haben keine Lebensmittel eingelagert. Ja, ich hol dir, was du brauchst. Was braucht die junge Frau denn? Zerstörte Ernte. Weizen, Hafer, Roggen. Boah, kein Thema. Vierfache an Brennholz, was der Arbeiter pro Stunde produziert. Hab's gerade für eine Stunde ausprobiert. Echt? Das Vierfache? Das wäre viel zu viel. Also ich meine, das ist halt auch... Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ja, es ist Holznachfrage. So. Bezogen auf Rundholz würde das tatsächlich Sinn ergeben, weil du aus einem Rundholz, korrigiert mich, 4 Brennholz bekommst. Ja, aber dann ist das ein bisschen irreführend. Dann wäre halt schöner, wenn hier stehen würde, was weiß ich, mit einem Hint oder was, ja, wenn ich mit der Maus drüber gehe oder so. Keine Ahnung, ja, aber dass es hier genauer stehen würde. Dass ich 2,9 Rundholz pro Stunde sind so und so viel Brennholz pro Stunde, Nachfrage, keine Ahnung, ja, dass es hier dann genauer steht. Jammerst du gerade, dass es mehr Stuff gibt? Ich jammere, dass es mir meine Storage vollmüllt, was ich nicht will, Efte. Hallöchen, Frog Queen. 2 Stück pro Stunde bei Arbeit eingestellt, abzüglich Verbrauch von 1 pro Stunde hatte ich 7 Stück im Lager. Das würde für meine Theorie sprechen, dass die Holznachfrage vorne sich auf Rundholz bezieht. Ja. Schreib doch den Entwicklern. Ja. Bin ja nicht die Erste, der das auffällt. Rundholz gilt doch auch für den Holzverbrauch. Ja, natürlich. Aber der geneigte Spieler, der dann ein bisschen Dunst von dem Spiel hat, nimmt ganz bestimmt nicht mehr Rundholz zum Verbrennen. Weil das ist ein mega Waste, den man da macht. Das ist richtig böse Verschwendung, wenn man die Rundholz verbrennen lässt. Das wäre richtig böse Verschwendung. Das macht man eigentlich nicht. So, warte mal. 27 Weizen, 25 Hafer, 23 Roggen. 27 Weizen, 25 Hafer, 23 Roggen.
24, 25, 23, okay. Das ist tatsächlich wirklich eine enorme Verschwendung, weil du aus einem Rundholz 4 Brennholz bekommst. Und Brennholz nun mal einfach besser brennt. Also es ist einfach, es ist dafür da. Ja, es ist zum Heizen da. Es steigt enorm. Guck dir das mal bitte an, wie das hochgeht. 643, das war noch bei 500 irgendwas. Das ist nicht gut, Freunde. Das ist nicht gut. Dafür gehen meine Stöckchen runter. Kann es sein, dass sie gerade Stöckchen verbrennen? Nee, warte. Nein, das Quark. Ich produziere Pfeile. Einen FD. Im Discord diesbezüglich noch nichts gefunden. In dem Dorf Scheiterhaufen bauen mit dem vielen Brennholz. Wieso? Da steht schon wieder. Warte mal. Da ist Äfte zuletzt, da steht schon wieder viel mehr. Hier hängt doch wieder der Chat jetzt. Server not responding, alles klar. Deswegen habe ich 2 offen. Rettet die Stöckchen. Stellt beim Arbeiter den Rundholzverbrauch damit ein, da der in derselben Zeit 2 Rundholz verbraucht hat. Ein bisschen irreführend. Hi Morni, einen wunderschönen guten Abend. Holzfäller haben einen Skillwert zusammen von 18. Meiner hat 9. Reicht. Der eine Dude reicht halt. Deswegen. So, jetzt kommen wieder Stückchen ein. Deutlich weniger Brennholz. Und wenn wir 0, genau, Kosten ist nämlich ein Rundholz. Daraus wären 4 Brennholz. 0,7 mal 4. Das kommt doch dann schon eher hin. Wo man Holzbolzen herstellt. Herr Schmiede, also am Crafting Table, glaube ich, war das, oder? War das nicht hier? Eisenbolzen, Steinpfeile. Wo war denn das? Eisenbolzen, ne? Genau, die sind falsch beziffert. Das hier sind Holzbolzen. Das siehst du auch daran, dass da Stock und Federn nur gebraucht werden. Die Bezeichnung ist einfach falsch. Hey, Simon, moin. So. Bringen wir der Dame das Weizen. Da ist sie mit Sicherheit hoch erfreut. Und muss nicht verhungern. Außerdem heißt sie so wie meine Frau. Das ist nämlich eine Inga-Kopie. Ne? Und wir müssen uns hier um alle Ingas kümmern. Aber kommst du mir nur so vor, oder haben die ein bisschen was an der Optik des Laubs gemacht im Herbst?
muss halt jetzt gucken, ob jetzt die Stockproduktion reicht, ne? Wir verballern halt relativ viele, weil ich die ja Eisenpfeile herstellen lasse. Das hatte ich vollkommen vergessen. Es ist natürlich auch logisch, dafür zu sorgen, dass genug Stöckchen reinkommen. Schon den Rucksack an? Ja. Ich habe einen Rucksack an. Den kleinsten erstmal, aber einen Rucksack. So, Inga, hier, Getreide, bitteschön. Habe ich gerne gemacht. So kann der Winter doch kommen. Ne? Meine Güte, was ist hier los? Hier ist ja Betrieb. Schönen guten Tag. Der ist aber... Oh, mir. Crafting 3 und Landwirtschaft 3. Ich habe halt... Bin ich noch ein Haus frei? Ich wollte noch was um... Wollte ich nicht noch was umbauen? Habe ich das schon umgebaut? Ich hätte da noch ein Haus frei. Da ist noch Leute. Habe ich das... Das haben wir fertig gemacht. Da fehlt nur noch der Lehmbewurf, ne? Nee, kam noch kein Event mal vor. Dass die Ingas mal nicht verwechselst. Ja, es darf dann nur meine Inga nicht mitkriegen, Barney. Spiel mit dem Update im... Ich weiß nicht, mein Spiel mit dem Update im Winter an und ich bin gleich mal gestorben. Was passiert? Ich bin mir gerade sicher, ob das fertig war. Aber wir können ja mal mit Pomia sprechen. Schönen guten Tag, Pomia. Hast du einen Moment Zeit, junger Mann? Feldarbeit, richtig harter Job, ne? Siehst du doch auch so. Du als Feldarbeiter. Wie geht's dir so? Wie ist dir in letzter Zeit so? Findest du gut? Sehr nice. Das lassen wir direkt mal so. Und jetzt gucken wir mal. Ich guck vorher. Ich bin mir echt unsicher, ob ich das schon fertig gemacht habe. Ich dachte, wir hatten das Haus abgerissen, haben das neu hingesetzt und ich habe dann nur gesagt, den Lehmbewurf machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, so haben wir aufgehört. Stimmt, ich habe in Richtung des Hauses geguckt. Der Mann hat gerade von der Couch gerade gesagt, in welche Richtung hast du beim Laden geguckt? Ja, zum Haus. Weil ich mir genau das merken wollte. Hat er recht. Hat er recht, hat er. Ob die was am Laub im Herbst geändert haben? Ach so, das weißt du nicht. Deswegen. Wie bist du denn gestorben, Casey? Hallo, Maras. Hallo, Sirius. Moin. Dekorationstipp. Löffel und Teller kann man fertigen dann auf den Tisch droppen. Ja, ja, ich weiß. Ja. Fand die Erkenntnis aber aufregend. Du kannst generell schon immer die Items, die du so hast, droppen. Und zu Deko-Zwecken verwenden. Bretter und was weiß ich nicht was. Ja. Das geht schon immer. Du siehst es dann halt, wenn du links... Alt gedrückt hältst. Ne? Bei mir zum Beispiel liegt dort ein Riesenstapel Brennholz an der Schmiede. Hier. Ne? So. Das ist nur für die Optik. Das ist nur für einfach, weil schön. Ja? Discord gesehen, wegen Wiki, da stand, was man sagen kann, um die Stimmung zu erhöhen bei den Gesprächen. Ah. Nee, hab ich nicht gesehen. Du hattest gesagt, du wolltest im nächsten Stream direkt mit dem Lehmbewurf anfangen. Ja, wollen. Ja, wenn ein Update kommt, muss ich erstmal andere Sachen machen. Mach das! Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 20 Monate im Kokon. Du darfst den Kokongarten besuchen, schön mit Pool, Grillplatz und so. Vielen lieben Dank. Nie beide auf das gleiche Event einladen? Genau so, Barney, genau so. Hirn leer. Ich wollte nachgucken. Dieses Haus. Dieses Haus habe ich umgestellt. Genau. Wir haben das. Das stand hier mal quer. Hier. Das habe ich jetzt umgestellt. Das stand hier eigentlich quer. Total unpraktisch. Jetzt steht das schon viel besser. Und wir könnten hier jemanden einziehen lassen. Na dann holen wir uns doch mal den jungen Mann da drüben. Oder holen wir uns den am nächsten Tag?
machen erst noch den Lehmbewurf in der Nacht fertig. Ja, ne? Dann hat er gleich ein geiles Haus. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist schöner für den jungen Mann. Maragan, Mensch! Jippie! Maragan, vielen, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen. 5 neue Frischflauschraupen dürfen es sich dank dir in ihren gesponserten Gummizellen gemütlich machen. Bitte führe sie durch die Gemeinschaftsräume und rüste sie mit nassen Handtüchern zur Verteidigung aus. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und moin, 113,5. Danke für den Resub. Danke für 28 Monate im Kokon. Du bekommst, doch, eine wunderschöne, lauschige Ärmeldeckel zum Einmummeln im Kokon. Dankeschön. Orpheus, Hallöchen. Schlimmer Tag heute, interessantes Sea of Thieves Update und jetzt noch MD-Update. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. So, schauen wir mal. Lehmbewurf hatten wir nämlich, glaube ich, nicht mehr genug da, ne? Genau, das war das Problem. Das heißt, wir schnappen uns Ton. Boah, ich bin es gar nicht gewöhnt, dass ich so viel Zeug mitschleppen kann, ne? Wir schnappen uns Ton. Halt, ich brauche auch noch ein bisschen Platz für Stroh. Zu viel. Der Eimer kann weg. Mach mal, Lehmbewurf. In Amelia! Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, ich hatte dich heute schon begrüßt, ne? Danke für den Resub. Danke für 6 Monate. Du bekommst Strom in deine Gummizelle, Steckdosen und einen Kühlschrank, der sich automatisch mit deinem Lieblingskaltgetränk füllt. Dankeschön. Nass machen muss man die schon selber. Ja, das ist okay. Lehmbewurf. Ahoi. Raupe gibt den Ton an. Achso, ja, habe ich gelesen. Habe ich nur nicht vorgelesen. Habe ich gelesen, Casey? Ja, an 8 Wölfen. Das ist bitter. Das ist definitiv bitter. Oh ja, 8 Wölfe sind dann halt doch schon ganz schön viel. Oh, guck mal, ich habe auch eins gekriegt. Dynamic! Vielen lieben Dank für die Bits. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Dankeschön. Dreijährige Erbrand. Danke, danke. Hallo, Elsit. So. Ich weiß gar nicht, ob das reicht. Langt das an Gamewurf? Ich weiß nicht mehr, wie viel man brauchte pro Gebäude. Gestern mein Gaming-PC, der jahrelang auf Windows 8.1 lief, mal auf Windows 10 geupgradet, wegen den kommenden Spielen, die nur noch DirectX 12 laufen. Wurde auch mal Zeit, würde ich sagen. Ja, kann man mal, kann man dann doch mal machen, ja. Ja. Ja, doch. Im Begriff eines schillernden Haufen Fleisches. Ein Glück ist nichts gebrochen. Was ist passiert? Ja, mir ja, was passiert? Das klingt irgendwie schmerzhaft. So, 6 Lehmbewurf noch. War ja klar, dass es nicht reicht. Ich krieg irgendwie nichts rein. Also ich krieg zu viel rein.
Aber du weißt schon, dass man im Holzschuppen hier einstellen muss, wie viel die produzieren sollen. Wovon? Ne? Das ist aber schon seit 2 Updates so. Das ist nicht erst seit dem Update jetzt so. Wobei ich auch schon von einem Bug gelesen habe. Bei irgendeinem kam da auch nichts mehr. Der hat aber nicht geschrieben, ob das hier eingestellt ist. Deswegen war ich mir da nicht sicher. Hab da 50%, dann ist merkwürdig. Dann könnte es ein Bug sein. Ich bin ja der Dorfchef. Die sollen mal versuchen, hier Ärger zu machen. Da fliegen die aber ganz schnell raus, du. Aber ganz schnell fliegen die dann raus. Das kannst du aber wissen, so. Ja, also da, ja, da kenne ich aber nichts. Holzfäller auf 50% Brennholzlaufen produziere zu viel für 15 Bewohner. Brennholz. Ich muss mein Lager überquillen. Gestern er müsste eine Vollbremsung vor meinem Bus hinlegen. Völlig aus dem Nichts. Die darauffolgende Vollbremsung meines Busses, in dem ich nach Hause fuhr, zog einen Flug meiner Person quer durch denselben, inklusive Kontakt mit diversen Einbauten in meinem Kopf. Und aua. Oh Gott, gute Besserung. Scheinbar verhält sich das unterschiedlich mit dem Update und dem Brennholz. Muss man echt mal als Feedback geben. Ja, definitiv. Also meins hat hier irgendwie angefangen rumzuquillen ohne Ende. Enorm viel plötzlich. Bei anderen, die kriegen gar nichts mit erhöhten Einstellungen. Mit höheren Einstellungen, als ich sie hatte. Das ist schon merkwürdig. Da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt definitiv irgendwas nicht. Ich bin gespannt, wie es morgen verhält. Wir schreiben uns jetzt mal die 630 auf. Das sind die vom Ende des Tages. Rein theoretisch, wenn meine Theorie richtig ist, die ich habe, ja, dann müsste der am morgigen Tag... Scheiße, ich sehe es nicht mehr. Das war, glaube ich, bei 0,72 pro Stunde jetzt zuletzt. Mal ganz kurz. Galk. So, und dann müsste der... Was mache ich denn hier? 0,72 mal 4 sind 2,88 mal 8 sind 23,04. Also er müsste ungefähr plus 23 bringen am morgigen Tag. Müsste also so bei 653 landen. Wenn meine Theorie richtig ist. Wenn meine Theorie richtig ist. Das merkt man dann halt erst morgen. Soweit heil geblieben bin. Kopf nichts Schlimmes abbekommen habe. Ja. Definitiv. Das kann mit Sicherheit auch ganz böse ausgehen. Also ich meine, wer durch den Bus fliegen, ist nicht lustig. So. Hi, Snakehawk. Dann legen wir das mal wieder ab. Jetzt bringe ich auch mal das blöde Mehl weg, das die ganze Zeit schon in meinem Inventar rummehlt. Und morgen holen wir uns dann auch den neuen Einwohner, den wir da gesehen haben. Noch genug. Dicke Suppe ist noch genug da. Eintopf sind noch 10. 11 Fleisch mit Soße. Pasteten sind natürlich weg. Ist klar. Die Suppen. Die hätte ich erst gemacht, ne? Ich hätte hier gerne eine Möglichkeit zum Sortieren, in welcher Reihenfolge die das Essen verzehren. Ich würde das gerne sehen, was die welchem Essen vorziehen. Ich würde das wirklich gerne sehen.
Im Traktor-Ladewagen sind beide zusammengestoßen. Das Gestell des Zuges, Frontgewicht des Traktors sind durch den Boden des Zugs. Moin, moin, sind Nightstalker. Ja, hinten davon ging ich bisher auch aus. Ich würde trotzdem einfach gerne dann. Na, sag mal, wie alt bist denn du? Du bist doch wohl jetzt alt genug. Kannst du mal bitte in deinem eigenen Bett schlafen? Außerdem ist das creepy, wenn du deine Mutter die ganze Nacht anstarrst. Guck dir das doch mal an. Zum Wunder, dass die Frau schlafen kann. Hey. Über das nichts mit dem zweiten Kind. Inga, jetzt sag doch mal was. Was ist denn eigentlich mit dir was? Geht's jetzt, ja? Okay. Bisschen weniger geworden. Sechs 25 zum Start des Tages. Das müssen wir ja berücksichtigen. Ne? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz eingreifen. Können wir ja machen, wenn wir den Dude holen auf dem Weg. Die waden immer noch durch den Fluss. Die benutzen nicht die Brücke. Ganz schön, was nicht zu funktionieren im Holzschuppen. Naja, mal abwarten. Ich war also. Es ist komisch gerade. Stöckchen habe ich ja jetzt erst hochgenommen, die Produktion. Also, die war ja vorher bedeutend geringer. Und ich weiß auch nicht, wie hoch mein Stöckchenverbrauch ist, ehrlich gesagt. Kommt ja noch dazu. Ich müsste erstmal rausfinden, wie hoch der eigentlich ist. Will ich jetzt ein bisschen rumrechnen? Hammer. Ich kann ja auch schon vorabend ausschlafen. SCT, Hallöchen! Die ganze Nacht auf dem Feld und nachts nervt noch der kleine Kneipengänger. Auf der Wirkung, wenn so ein Bus eine Vollbremsung hinlegt. Oh, das ist schon ordentlich. Sollen abends jetzt mit Fackeln rumlaufen? Das habe ich noch nicht bemerkt. Das habe ich noch nicht bemerkt. Da müssen wir mal drauf achten. Habe ich das überlesen? Das habe ich dann aber auch in Patch Notes überlesen. Ich will jetzt nicht daran erinnern, das gelesen zu haben. Ich habe irgendwas von Patrouillen gelesen. Weil ich da auch nicht wüsste, wie man das aktuell einstellen soll. Da müsste es ja irgendein
keinen von denen rausnehmen hier. Da müsste es ja irgendeinen Job für geben. Dass du die da einstellen könntest. Weil sie viel stärker als die meisten Leute es denken. Ja. Wie viele Stückchen habe ich denn jetzt? 163. Gut. Ach, ich könnte die Stückchen, die neben Lager sind, auch mal wieder ins Lager packen, oder? Könnte man ja auch machen. Neben Lager liegen ja noch welche. Warum bin ich jetzt hier? Achso, ja. Weiß ich wieder. Omir. Omir? Du hast so einen wunderschönen Namen. Omir, wie sieht's aus? Ich hätte ein Haus in meiner Siedlung frei. Klingt gut? Kommst gerne? Na, das freut mich doch. Dann sehen wir uns da, Pumir. Yay! Sehr nice. Gut. Neuer Dude. Das letzte Haus hat also jetzt einen Einwohner. Das neue, der Pumir. Und der Pumir darf direkt als Farmer in der Scheune arbeiten. Bitteschön. Du könntest nachts im Dorf patrouillieren. Okay, mit den Fackeln habe ich jetzt dazu gedichtet. Ja, das Patrouillieren habe ich auch noch nicht gesehen. Mir laufen abends die Jäger mit Fackeln rum. Ah. Wie viele Einwohner hast du jetzt? 25. Ja, das mache ich später auch noch. Das will ich vor der Taverne. Möchte ich das mit den Bänken und so machen. Draußen. Das machen wir auch noch. Also, unser Sohn ist 8. Dann haben wir hier noch Casimira, die ist 5. Und Wilhelm, der ist 2. Und dann haben wir noch die jüngsten, Amerika, Ludgarda und Aubert, die sind jeweils 1. Josie, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Hi. Ich nehme mal hier gerade ein paar davon noch mit. Wenn hier schon so viel rumsteht, muss man das ja nicht verkommen lassen, wenn ich gerade so einen Stockmangel habe. Produziere ich gerade irgendwie nur Brennholz oder so? Und so gar nichts anderes? Ja, es geht mir gut, danke der Nachfrage. Ich bin heute zwar ein bisschen müde geschafft vom Arbeitstag, aber ansonsten geht's mir gut. Ich hoffe dir auch. Und auch wie ein Bekloppter mit der Schaufel einfach so gegraben, in der Hoffnung, dass Wege entstehen. Na, aber das hätten sie ja geschrieben. Also wenn du Wege jetzt setzen könntest, das hätten sie ja wohl definitiv geschrieben. 41,94. Wir können noch ein bisschen. Ich wollte mal gucken, es gibt beim Graben einen neuen Sound. Beim Tonschaufeln. Oh, der letzte Urlaubstag. Oh nein.
Nein! Boah, hörst du das? Boah! Ah, das ist doch was. Schön! Gut. Ich wollte gerade sagen, Malfoy, ne? Also. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, wie ihr euch das denkt. Hat einer von euch schon mal ein Spiel in der Engine entwickelt? Frag ja nur. Tut mir leid, aber ich finde die kleinen Kinder einfach nur gruselig. Ich finde die einfach nur gruselig. Stöckchen. Stöckchen weglegen. In der Engine nicht. Nee, nee. Ne? Wäre da vorsichtig bei sowas. Das ist immer ein bisschen 320. Nee, das ist definitiv gestiegen. Also ich hatte jetzt 200 irgendwas, keine Ahnung, hau mich platt reingeworfen. Vorhin waren ja nur 6 Stückchen. Ja, wobei. Warte mal. Ja. Bei 20. Brennholz ist bei 23. Warte mal. Ist da was merkwürdig? Ist ja doch. Hier stimmt da was nicht. Stimmt. Oh, 3,1. Warte mal, die Nachfrage ist gestiegen. Nachfrage ist gestiegen. Schon mal Punkt Nummer 1. Und das ist aber geblieben bei 0,72. Gucken. Optisch sein, sondern vermutlich auch Pathfinding der NPCs zugeordnet werden. Zudem sollte die Vegetation dort nicht nachwachsen, Tiere, die sie vielleicht meiden. Ja, ich denke auch da, ne? Das, häufig stellt man sich das so im ersten Moment viel zu einfach vor. Dort sollten dann, wenn es geht, auch nicht unbedingt vorbei. Das scheint hier mehr oder weniger auch niemanden zu interessieren. Pilze sollten ja eigentlich auch nicht wachsen, finde ich. In der Mitte eines Weges, eines so zusammengelatschten Weges, ein Pilz? Ein Pilz? Ja, na gut. Du hast recht. If Weg gleich vorhanden, use, else don't use. That was Chloe, man. Ricky, hallöchen, danke für die Bits. Wer sich Wege in MD machen soll, soll sich Campfire als Weg bauen, die dann abbrennen, spätestens nach Jahreswechsel weg, aber die Bodentextur bleibt. Ja, das ist aber nicht schön, Trolli. Man kann auch halt auch einfach warten, bis die Entwickler das nativ ins Spiel bringen. Ein Wegpilz. Es ist ein Wegpilz. Vermutlich. So, warte mal. Lass mich mal ganz kurz was wegen der Stöckchen noch überprüfen. Schimmelmemide. 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 Wie ist denn das hier eigentlich zu verstehen? 0,6 Stapel mit 50 Eisenpfeilen pro Stunde.
Namen Schnulli. Das macht ja 4,8 am Arbeitstag. Oder die arbeiten 8 Stunden am Tag. Das wären 4,8 am Arbeitstag. Machen die dann jetzt 250 am Tag? Oder 200 am Tag? Machen die da, glaube ich, sind das nicht mehr? Auf jeden Fall irgendwas zwischen 4 oder 5 mal 50 Stöcke. Macht 200 bis 250 Stöcke am Tag. Geh mal auf den Button daneben. Ah, der vermutlich oder was? Was? Eisenpfeile, 30 pro Stunde. Hä? Das macht es jetzt irgendwie nicht besser. Psst, sag es nicht, Raupe. Na, aber das ist doch... Na, aber Joker. Joker, das ist unlogisch. Das ist halt unlogisch. Das mag zwar irgendein komischer Schnitt sein. Ja, den kann man natürlich so ziehen. Aber entweder die machen den Stapel mit den 50 Pfeilen fertig oder die machen den nicht fertig. Das ist doch unlogisch. I love these games. Okay, also gehen wir mal einfach davon aus, die brauchen so ungefähr 200 bis 250 Stöcke am Tag. Ja? Das ist natürlich ganz schön heavy. Das ist verflucht viel. Das produziere ich halt nicht mal im Ansatz. Zweiter Arbeiter, nur für Stöckchen. Boah. Meine Fresse, du. Nee, ist nicht unlogisch. Ich will nicht bei Brennholz unter demselben Reiter gucken. Was interessiert mich denn das bei Brennholz? Ah, guck mal. Aber hier haben wir ja die 288, was ich schon gesagt habe, ne, wovon ich ausging. Viermal. Na, davon ging ich ja schon aus. Das hier, die Logik hatte ich ja schon. Das hier. Ja. Aber mir geht es jetzt gerade nicht um Brennholz, mir geht es um Pfeile. Und Pfeile werden in einem Stapel produziert, A50. Entweder macht er den 50er Stapel fertig an dem Tag oder nicht. Es wird nicht passieren, dass ich nur 30 Pfeile also in der Storage habe. Das wäre unlogisch, denn es ist ein Stapel bestehend aus 50 Eisenpfeilen. Ich habe nach einer Stunde nicht in der Storage plötzlich 30 Eisenpfeile. Erstmal moin, Hallöchen. Bei mir arbeiten die auch meist länger. No. Dürfte nicht, bei Pomia dürfte doch das Mannequin nicht mehr hinten dran sein am Namen, oder?
Musst du die Zeit betrachten? Was für eine Zeit betrachten? Wenn er Arbeit hat, muss es eigentlich weg sein. Tja, sieht er nicht so. Das männliche Symbol ist noch dran. Es verschwindet vielleicht nach dem ersten Schlafen. Nach dem ersten quasi Load, Reload oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ist meine Frau eigentlich fertig mit dem Feld? Jo. Die gammelt schon wieder. Gammelt halt immer. Hat die ständig gammelt. Ist übel. So, das würde ich hier gerne, weil der Tab hier ist natürlich, auf den sollte man häufiger mal gucken, der ist ganz nützlich. Belian, guten Hallöchen. Hätten wir vorhin gar nicht so lange überlegen müssen wegen dem Brennholz. Aber es bestätigt meine Theorie. Ne? So, wir haben momentan für Roggen eh keine Ressourcen. Für den Rest, das ist in Arbeit. Das ist... Hallo? Wieso kann ich hier mit der Maus wo... Hä? Okay, die Maus backt mega rum hier drüben. Ich versuche hier gerade auf Dünger zu klicken. Weizen, Dünger, geht nicht. Springt er wieder nach oben. Den fünften Stapel Pfeile schaffe ich heute nicht mehr. Da fange ich gar nicht erst an. Genau, da fange ich gar nicht erst an. Pfeile als Bündelware werden, sollten doch auch die Rohstoffe sprungartig aus dem Lager verschwinden. Daran könnte man doch absehen, ob es kontinuierlich produziert oder als Block verarbeitet wird. Ja, höchstwahrscheinlich. Andi, du sollst da momentan nicht. Wir hatten da was besprochen, gestern schon wieder. Ach Mensch. Andi, ich danke dir. Josie ist damit im zweiten Monat im Kokon, bekommt eine vergrößerte Gummizelle und darf sich eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle schieben, um es sich darauf gemütlich zu machen. Danke, Andi. Weiter Holzfäller wird nicht schaden. Ja, definitiv. Also, ne, ich brauch mehr Stöckchen. Der Rest ist gar kein Problem, aber die Stöckchen... Laertes, hier, guck, ich kann hier rechts oben in die Ecke, nichts passiert, es ist alles gut. Ich habe gestern wirklich das Spiel so beendet, war lustig. Gibt gerade ein Update, kommt wieder ein Hotfix. Echt? Du musst eine Position unter dem Dünger klicken. Ja, komme ich auf Weizenkorn, geil. Mehl kriege ich wieder. Das ist irgendwie buggy. Irgendwas ist hier... Also wenn ich Haferkorn versuche anzuklicken, komme ich auf Weizenkorn. Wenn ich Dünger versuche anzuklicken, komme ich auf Lachssamen. Das ist unlogisch. Bug. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. So, verdorbenes Produkt hier. Das könnt ihr mal... Ich kann es vor allem auch nicht einstellen. Warte mal. Kann ich... Wenn ich das hier wegnehme, backt der dann nicht mehr rum? Nö, er backt immer noch rum. Es ärgert mich. So, dann produziert ihr hier mal Dünger. Ich weiß gar nicht, ob wir Hafer... Offensichtlich haben wir Hafer noch da liegen. Oh, Tierfutter bräuchten wir eigentlich auch mal. Weizenkorn und Stroh macht da mal auch ein bisschen. 0,13 Stunden. Gleich. Hab noch kein Update bekommen. Kein Update? Doch, kein Hotfix? Na, wer weiß. Gibt auch kein Update? Ja, dann hat sich wohl jemand gerade vertan.
offizielle quasi Homeoffice. It's not a bug. It is working as intended. Ja, nun. Das kann man jetzt so sagen. Ja. Branika, habe ich gerade nur eine Quest. Ach so, wir können ja... Warte mal, was mache ich denn? Wir können ja hier noch ein paar einfache Holzschemel, Holztisch, Standfackel. Einfache Schemel, hölzerne Bank, Laterne. Es schmerzt schon ein bisschen, ne? Und wo stelle ich die jetzt her? Achso, die kann ich einfach bauen, vermutlich, ne? Hier. Möbel. Beleuchtung. Da ist er. 2 Rundholz, 4 Leder, 8 Stock, 4 Wollfaden. Da ist der Holztisch kostet zum Craften. Ich das? Der komplette Grundriss eines großen Hauses. Kostet 10 Rundholz. Und ein Holztisch kostet ebenfalls 10 Rundholz. Kann man machen? Ja. Kann man halt auch anders machen. Das wird ein sehr großer Tisch. Sehr groß. Cobridge! Danke fürs Zwangsverflauschen. Von Rock. Rock ist damit im 16. Monat. Darf sich Posterplakate in seiner Gummizelle aufhängen. Eine Wand bleibt aber bitte für ein riesiges Flauschraupengemälde frei. Vielen lieben Dank, Cobridge. Dankeschön. Will ich aber öfter die Schafe scheren. Machen das nicht die Tierzüchter? Doch, doch, machen sie. Ja, ja. Mach ich manchmal einfach nur so. Bretter wären passender. Ja, Bretter wären definitiv passender. Das passen sie mit Sicherheit an. Nee, nicht Wolle, sondern Wollfaden, ne? Oder? Wollgewebe? Ah, ich hab nicht... Ja, Moment. Was brauche ich? Wollfaden. 4 Stück. 4 Wollfaden. 4 Wollfaden, 2 Rundholz, Leder, glaube ich noch. Vergessen wie viel. Das war's, ne? Jo. Wo stellen wir denn jetzt hier eine Laterne hin? Mein Prime nicht verlängern? Das weiß ich nicht, Schwesterherz. Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Andi, was fällt dir ein? Das ist halt mega scheiße. Man sieht das faktisch kaum. Du musst so weit weggehen, um die zu drehen.
Okay. Gern. Oh, Andi, danke fürs Zwangsstofflauschen von Fini. Schwesterherz ist damit im 42. Monat im Kokon. Und kriegt, glaube ich, die Fußbodenheizung. Glaube ich. Und Cobridge, Mensch, was ist denn los mit euch heute? Cobridge, vielen, vielen Dank auch an dich. Danke fürs Zwangsverflauschen von Icepi. Icepi ist damit im 5., dass ich einen ihm wichtigen privaten Gegenstand bin, die Gummizelle nehme, damit er sich heimlicher anfühlt. Dankeschön. Raupe erklärt Josie das mit den Handtüchern. Die sind nicht so, wenn man so früher in Gruppen duscht. Also, Josie, ich weiß nicht, aber du warst doch bestimmt in der Schule auch mal so Schwimmunterricht, ja? Kannst du dich an Schwimmunterricht erinnern? Oder wenn man mit Freunden irgendwo in dem Wasserpark war. So, ja? Und dann kann man mit so einem Handtuch, wenn man das an einer Seite leicht befeuchtet und dann an der trockenen Seite festhält und das dann wie so eine, so ein bisschen wie so eine Peitsche, so. Weißt du? So. Kennst du? Tut höllisch weh. Zwiebel, so richtig dolle. Schmerz, ja. Ja, und weil wir Gruppenduschen im Kokon haben, ist es angebracht, sich dort entsprechend verteidigen zu können. Ja. Ja. Wir haben heute 200 gemacht. Und es ist gerade mal die Hälfte des Tages. Ich raff's nicht. Mir irgendwie 152. Packen wir mal lieber die hier noch mit rein. Ich verstehe. Weißbein zwischendrin fällt auch nicht auf. Questrunde mache immer Kleinigkeiten wie Bärenwolle dabei zu haben, habe viel von in deinem Stream gelernt. Ja. Kann man machen, dann muss man nicht ständig hin und her laufen, so wie ich. Warum werde ich immer überlegt? Das ist keine Absicht, Rock. Es tut mir leid, aber es ist halt viel los im Chat. Da hast du dich bei Cobridge bedankt. Ah, dort. So wie die Kinder rumlaufen, muss ich immer an den Film Kinder des Zorns denken. Oder an den Film Golem, wobei beim zweiten genannten doch sehr viele Ähnlichkeiten bestehen. Würde mir jetzt Sorgen machen. Die Kinder sind halt auch verflucht creepy. Das sind sie. Erstmal einem selbst nutzen die eigentlich verbotenen Sockenkeulen. Antrag auf Flüssigseife statt der Kernseife und wiederholt abgelehnt. Hallo Rollator. Ah. So weiter. Dann noch, ich krieg noch 2 Laternen hin. Dann ist erstmal Schluss. Wieder. Was war es noch? Ein Stöckchen? Glaube, ne? Immer wenn ich was schreibe, ist kurze Zeit im Chat die Hölle los. Augen anfangen zu glühen, sollten wir uns Sorgen machen. Die sind einfach so generell creepy. Man sollte sich von den Kindern in dem Spiel einfach echt fernhalten. Irgendwas stimmt mit denen nicht.
bin mir da echt sicher, dass irgendwas ist da nicht ganz, läuft da nicht ganz richtig. Kann ich das hier so hin, hier so mit dranpappen? Direkt am Eingang. Und dann machen wir. Nee, machen wir erstmal drüben noch, bei der Scheune noch eins, würde ich sagen. Also hier, ne? Beim Ausgang quasi wieder. Hallo, Hela Gewürzketchup. Nabend. Ach so, und hier bezüglich überlesen. Ich lese ganz häufig Ads irgendjemand anderen Sachen gar nicht. Ja, also zum Beispiel Ad Efte, das Handtuch ist nicht zum Schlagen. Ad Barney, guter Mann, weiter so. Das skippe ich meist beim Lesen. Meist, nicht immer, aber meist. Wichtige Punkt. So. So. Dann machen wir hier noch eine hin. Oder machen wir die auf die andere Seite zu dem Baum? Da ist sie auch nicht so schlimm in den Blättern drin. Wobei, das ist eigentlich auch egal. So. Schön. Bin ich ja mal gespannt, wie das jetzt bei Nacht aussieht. Ha, skippst du das auch? Ja. Jegliches Ad-Raubling ignoriere ich auch komplett. Ha. Wie viele Gebäude sind das mittlerweile? Ich glaube, ich bin bei 29. Ja, 29. Da geht auch nicht mehr viel. Jetzt brennt der Baum ab, bestimmt, ja. Das wird passieren. Ich fange an, euch zu überlesen, wenn ihr so weitermacht. Alle. Alle. Sohn ist nun bei seiner Familie. Das ist doch schön. Stimmt, den Bug gab es ja. Den habe ich gelesen, dass sie den gefixt haben. Ne? Dass der Sohn immer wieder zu einem zurückkam, obwohl er eigentlich schon selbst Bau und so hatte. Hm. Tja, Delfin. So. Und Cobridge. Da seid ihr wohl aufgeflogen. Ah, schön. So, das hier ist fertig. Wie sie läuft, ne? Immerhin, Casey. Aus dem Schatten zugeschlagen. Tja. Schon wieder Prohibition. Nun, Delfin.
Hey, fein hin. Akt. Könnten die Laternen mit den Patrouillen zusammenhängen? Das weiß... Oh, das weiß ich nicht. Guck mal, wie schön. Saku, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es geht euch fantastisch. Danke für den Reset. Danke für 49 Monate. Du bekommst Buschtrommeln, Bongos. Zur Verständigung. Über die Gummizellenwände hinaus. Danke. Was war das? Was genau war das gerade? Boah, das ist echt hübsch, oder? Hübsch, der Baum stört. Ja, der ist ja nicht überall. Ich höre bloß den, das ist der Eingang, ne? Es ist ja, da ist ja Eingang zur Siedlung im Prinzip, deswegen die natürlich als erstes beleuchtet haben. Hübsch. Hübschi, hübschi. Hi, Mr. Spelunke. Wo sie anders stand, wolltest du schreiben, Nightstalker? Wo sie anders stand, wolltest du doch schreiben. Ah. Fehlt nur der kopflose Reiter, ja, das stimmt. Auch wenn hier gleich so ein creepy Kind angerobbt kommt. Moin, Uluga. Ich würde mir wirklich so wünschen, dass man so spielen kann, ohne das Interface zu sehen quasi, außer wenn ich irgendwie an Kisten gehe oder craften möchte oder aktiv mit I das Inventar aufrufe. Das wäre so schön, dann würde ich nur so spielen. Dann würde ich das hier erst auslassen. Braucht es nicht. So, wie sieht es jetzt eigentlich, wie war denn jetzt die Produktion tagsüber? Jetzt gucken wir mal kurz nach. So wenig wie bei Skyrim, genau. Einfach so wenig wie nötig, ja. Okay, 250 hat er gemacht heute. Die Stöckchen sind ja gerade ein paar mehr drin, weil ich ja dafür gesorgt habe. Das wird auf Dauer halt einfach nicht reichen. Brennholz raff ich nicht. Doch, Brennholz muss ja momentan runtergehen. Wir sind hier bei 3,1. Doch, das passt ja. Also alles gut. Es war bei 3,25 heute Morgen, bei 6,25 heute Morgen und muss jetzt ja runtergehen, weil wir... Ja, jetzt sehen wir es wieder nicht mehr. Das ist auch so... Wieso? Ich weiß doch, dass er nur zu einer gewissen Zeit arbeitet. Er kann es mir doch trotzdem hier anzeigen. Was B? Was mit B? Was mit B? Entschuldigung. Nach A kommt B. Achso. 3,88 waren es, ne? Genau. So. Das heißt, es musste jetzt den Tag rüber definitiv runtergehen. Das ist passiert. Das heißt, grundsätzlich stimmt's gerade. Glaube ich. Moin, Bäumann. Ich kann mich halt nicht mehr... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es vorher war. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ob das genauso war, ob das anders war. Vergessen. Vergesse Dinge. Häufig. Sehr oft.
Bollmann. Barney, danke fürs Zwangsverflauschen von Van Hin, ey. Oh Mann. Jetzt Zwangsverflauscher wieder. Vielen, vielen Dank dafür. Van Hin ist damit im 6. Monat im Kokon und bekommt Strom für seine Gummizelle, Steckdosen und einen Kühlschrank, der sich automatisch mit seinem Lieblingskaltgetränk befüllt. Also irgendwie finde ich das langsam frech. Ingmar, hau ab! Wieso muss ich hier immer, weißt du? Außenbezirk, mehr Hütten für andere Waren? Nee. Wie meinst du das? Mit. Hä? Nee, also die Gebäude, wo wirklich die Leute drin schlafen, die sind hier. Die sind im Prinzip in einem Kern. Das Einzige, was ich ausgelagert, also was wirklich woanders ist, ist die Mine. Ich habe hier oben eine Mine und eine Storage noch dazu, damit ich hier so dann auch verkaufen kann und auf die Storage zugreifen und so. Ich habe die Jägerhütte ist auf der anderen Seite des Flusses. Und hier oben habe ich den Holzfäller, das Holzfällerlager und hier habe ich noch einen Grabungsschuppen. Aber die Leute selbst, die wohnen bei mir alle hier in einem, also es ist ein Kern, ne? Die Wohnhäuser sind alle hier. Das ist hier der Kern. Mit dem Däumchen hoch. Nee, so auf Anhieb nicht. Also im Frühhaus ja, aber... Jetzt daran speziell, nee. Also ich mich zumindest nicht. Aber ich, ne? Wir hatten das ja gerade, ich bin ein vergessliches Wesen. Wirklich eine anstellen, der Stöckchen noch. Das ist irgendwie so ein bisschen nur für Stöckchen. Noch ein Dude holen. Nee, ist mir eigentlich auch zu blöd. Ich glaube, da lasse ich mir lieber was anderes einfallen. Wir könnten zum Beispiel gucken, ob wir statt nur Pfeile zu produzieren, vielleicht noch was anderes produzieren lassen. Was aus einem Material, was wir, wo wir die Produktion eventuell unproblematischer noch erhöhen können. Das wäre eine Überlegung wert. Ein Hund wäre nice, definitiv, ja. Das wäre sehr schön, ja. Hauptamtlicher Stöckchensammler. Na, ja, Stein ist beschädigt. Hast du gewusst? Ich dachte, ich hätte im Augenwinkel gerade gesehen. Ja, siehst du? Da. Auf alle Ewigkeit nur Stöckchen sammeln? Ja, das ist halt auch so ein bisschen, ey. So viele Pfeile. Ja, eben. Das war ja die Überlebung. Tatsächlich kriege ich dort Ton, glaube ich. Kriegt da alles. Nightstalker. Für Frauen die Siedlung, falls sie schwanger wird, wäre es nicht schlimm, da es nur um Stöcker geht. Hauptberuflicher Stöckchensammler mit der Fachrichtung Hartholz.
30 Stücke pro Stunde sammeln. Ja, eben. Das ist halt immer ein bisschen übertrieben. Der Stiefelbär, der sammelt aber höchstwahrscheinlich keine 30 Stöckchen pro Stunde. Das ist also viel. Also du machst sonst nichts anderes, als ihn Stöckchen sammeln zu lassen, aber... War denn das? Ich glaube, Scheren waren relativ. Schurschere besteht nur aus Eisen. Es ist nur Eisen. Da müssten wir nur die Eisenproduktion anpassen. Ich glaube, da haben wir tatsächlich noch Möglichkeiten. Ein bisschen. Nope. Hawk, einen wunderschönen guten Abend. BW an Abel. Moin Beobachter. Ich glaube, das reicht nicht. Aber abgesehen davon, dass wir ja Salz auch brauchen. Und Salz kriege ich nicht aus dem Grabungsschuppen. Oder? Doch. Kriege ich. Hi, Milford. So ein bisschen drauf an, wie viel Schimmelde. Das reicht halt immer noch nicht. Das reicht ja auch auf 50% nicht. Hier ist die Schuhschere. Ohne zu cheaten, gar nicht. Gar nicht. Pfeile sind tatsächlich gut zum Verkaufen, Barster, ja. Die eignen sich halt enorm. Also Eisenpfeile. Das ist ziemlich gut, ja. So, jetzt. Dieser Baum hier muss weichen. Und möglicherweise irgendwann auch dieser, das weiß ich aber noch nicht. Vielleicht auch sehr bald. Wir werden sehen. So. Veränderten Einstellungen erst einen Tag später wirken. Kann sein.
Das ist denkbar. Technology. Ich hätte gern. Alter, 1000. 4 Rundholz für einen witzigen Holzschemel, oder was? Entschuldigung. Sag doch was! Mann! Was geht? Hi, Humble Mumble. Noch Pizza bestellen oder nicht? Weiß nicht, wenn du Hunger hast. Leinproduktion, Scheune und Näherei. Gib viel Geld, läuft nebenbei. Ja, ich lasse die. Also Leinfaden und Wollfaden, aber eigentlich hauptsächlich für uns, weil wir das immer wieder brauchen zum. Für irgendwelche Dinge. Holz. Wow. Wow. Und für diesen Holztisch brauche ich jetzt 10 Rundholz. 10. Das muss der schlechteste Tischler der ganzen Welt sein. Wenn der so viel Verschnitt hat. Alter. Ey. Das ist halt auch nicht so wirklich schön, weil du es halt nicht so richtig gerade machen kannst, alles, ne? Ist halt alles so ein bisschen schräg. Und dadurch, dass es hier ja auch noch überwuchert ist, wird es ja auch nicht, das macht es ja nicht besser jetzt, ja? Ich habe jetzt da einen schrägen Tisch stehen. Der ist so... Hi. Na ja. Wie geht's? Ja? Ja, ist schön, dass ihr zu mir guckt, ist aber zum Platzieren halt super beschissen, Jungs. Echt. Also. Also, das müssen sie definitiv, die Preise müssen sie abändern, das geht so nicht. Das ist doch bescheuert, ist das doch. Das nimmt ihnen da keiner ab. 10 Rundholz. Der Tisch, der Ritter der Schwafelrunde. Krumme Säge, die beim Seelenschiff, ach so. Kann sein. Denkbar. Ich habe den einfachen Holzschemel noch nicht freigeschalten.
Hm. Achso, brauche ich Rundholz, warte. Geizraupe schlägt wieder zu. Wieso Geizraupe? Wäre in die andere Richtung besser gewesen? Heavy. Ich wollte hier eigentlich noch einen zweiten hinmachen. Jetzt habe ich allerdings das Gefühl, dadurch, dass die Bank so weit weg muss, wird das gar nicht klappen. Eigentlich wollte ich jetzt zwei gern hinhaben. Mit Bänken jeweils. Das wird aber höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Schätze ich. Wird zu eng sein. Einfache Holzschemel. Einfache Holzschemel. Wo ist der Unterschied? Der sieht anders aus. Den Teppich rausschleppen. Bis gleich. Bis gleich. Drei Beine oder vier Beine? Ja. So, da einer hin. Da einer hin. Wenn hier zwei Dudes sitzen und sich am Lagerfeuer erfreuen. Ich sehe dich schon die Bänke hinter die Mauer aufstellen, damit du drüber schießen kannst, sobald die Räuber auftauchen. Genau. So, da können sich hier Dudes ransetzen. Ich würde den Baum gern lassen. Ich finde, der Baum gibt der Stelle hier irgendwie ein bisschen Atmosphäre. Ein bisschen Flair, weißt du? Hier würde ich gern lassen. Hölzerne Bank. So, jetzt brauchen wir hier noch eine hölzerne Bank. Darf ich hier mal eben... Entschuldigung. So. Ja, das ist... Das ist sehr eng, wenn ich da jetzt noch einen zweiten hinmache, ne? Ich glaube, da warte ich auch erst, bis sie die Preise runtergenommen haben. Weil das werden sie tun. Das können sie... Womit wollen sie denn das begründen? Die Taverne, diese große Taverne, der Grundriss für die Taverne mit den ganzen Säulen, ja, braucht 10 Rundholz. Genauso viel wie der Tisch. Grundriss dieses Gebäudes genauso viel wie der Tisch. Aber es ist ein sehr massiver Tisch. Mhm. Schön. Ich sehe das Problem nicht. Nun. Sehr schön verarbeitet, ja. Wird nur das beste Holz aus jedem Stamm verwendet. Und im Zweifel fliegt halt einfach mal ein ganzer Stamm weg, wenn er nicht gut ist. Zurückgezogen wurden, damit man besser dazukommen kann. Ja, vermutlich, ja. Ja, nun. Was haben wir noch? Standfackel. Braucht das? Leinfadenstock, Leingewebe. Jetzt wird es schon wieder... Das ist schon wieder eklig. Leinengewebe. Also muss ich hier erst noch freischalten. Warte mal. Da. Was denn jetzt? Sag mal. Da.
Edel geht die Welt zugrunde. So. Leinfaden war, glaube ich, auch dabei. Noch was? Nein, da, dort. Leingewebe, Leinfaden, Stein und Stock. Steine. Okay. Sei doch mal nicht so ein grüner Kacker. Was denn? Kann man schon mal hier Kritik und so äußern? Ja. So. Ich bin ja gespannt, wie sie das... Das ist ja auch so ein Ding bezüglich der Wege, ja? Eigentlich geht es ja nicht nur darum, einen Weg von A nach B zu ziehen, wo die langlaufen sollen. Sondern es geht ja auch darum, zum Beispiel solche... Das hier, ja? Diesen Bereich würde ich ja eigentlich gerne komplett planieren wollen. Also ich will den einfach von dem ganzen Gras befreien, ein bisschen glatt ziehen, so den Boden. Das wäre zum Beispiel was... Das stelle ich mir halt echt kompliziert vor, das umzusetzen. Für meinen Wohlstandskörper wäre der Abstand der Bank zum Tisch passend. Ja, also ich hätte hier Probleme, um hier dann essen zu können an dem Tisch. Irgendwo in einem Mario. Arthus, wunderschönen guten Abend. Danke für den Resub. Danke für 43 Monate im Kokon. Ich glaube, du bekommst die Kaffeebohnen flat. Glaube ich. Da treten, dass da eine Matschkuhle draus wird. Hm. Ist halt noch nicht so recht. Ah nein, nein, nein. 43 Lego-Steine für den Kamin. Mist. Dann ist da beim 44. die Kaffeebohnen-Flat, oder? Irgendwo da ist die Kaffeebohnen-Flat. Und die vergesse ich immer. Nie Wege geben oder erst sehr spät? Nee, ich glaube schon, es wird Wege geben. Doch, doch, ich denke, die werden alles daran setzen, den Wunsch der Community zu erfüllen. Das bezweifle ich nicht. Es ist nur die Frage, kann man sowas dann hier auch machen? Ne? Das Planieren, Ebenen, dass hier nichts mehr wächst, sondern dass ich da halt Schotter habe. Ja, dass hier dann Schotter liegt. Das ist halt, also es ist halt nicht mal eben so gemacht. Definitiv nicht. Da musst du schon ein bisschen drüber nachdenken. Du willst ja nicht irgend so was Halbfertiges dahin rotzen. Darum geht's mir. Macht man ja normalerweise nicht. Cyralu! Wupp, wupp. Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 19 Monate. Mach's dir bitte gemütlich auf deinem Klappband-Box-Springbett. Oft laufen ändert sich die Textur. Siedle 2 definitiv. In der 3 hat man dann, glaube ich, schon Wege getan. Oder war es in der 3? Da du jetzt 2 Nahrungslager hast, ist der Bug mit dem Endloslager wohl behoben. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht, Nightstalker. Ich habe nur einfach 2 gebaut, und zwar 2 große. Und deswegen komme ich nicht mehr, aktuell nicht mehr an die Grenze der Storage. Ich habe genug Platz. Ich habe einfach genug Platz. Ah, so rum war es. In der 2 hat man sie festgelegt. So, ja gut. Dann würde ich sagen, ich würde so gerne noch ganz kurz wenigstens bis zur Nacht warten. Ich will wissen, wie das hier davor aussieht.
So lange müssen wir jetzt noch machen. Ich will wissen, wie das bei Nacht aussieht, vor meiner Taverne. Dass ihr immer hier hinten rumhängen müsst. Also ich weiß auch nicht, was ihr hier habt. Wirklich, ihr seid immer hier hinten, immer hinter dem Zaun. Ich habe euch extra schon echt großes Gehege. Ihr habt ja hier Platz. Das ist ja nicht so, als hättet ihr keinen Platz. Da malt doch jemand. Ist schon schön. Wegesysteme gab es schon, habe ich keine Ahnung, wie schwierig das ist. Na, vor allem kommt es ja auch auf die Engine an, die man benutzt, Bastard. Es ist ja nicht so, als würde das in jeder Engine gleich funktionieren. Meinen Sie Shira nur? Besseres Futter? Das sind die leckeren Kräuter und Gräser. Das wird's wohl sein, ja. Deswegen machen die das. Igel. Können wir denn hier auch noch hinmalen, ne? Und hier hätte ich das zum Beispiel auch gerne. Also hier möchte ich dann unbedingt planieren können, diesen Huckel hier wegmachen können. Der stört mich halt mega hier. Nicht? Euch auch, ne? Jedes Mal, wenn ihr hier früh reinlatscht. Wobei, ihr könnt ja wenigstens an ihm vorbeilaufen. Aber hier die Route, wie heißt sie? Editha, ja, die muss jedes Mal, muss sie über diesen Hügel laufen. Das ist ja auch anstrengend für die alten Knochen dann auch einfach. Ich meine, sie ist inzwischen schon... ...20. Ja. Das ist ja quasi kurz vor Tod. So. Jeden Tag hier drüber. Ja. Das ist schwierig. Fand sie schon noch solo? Die ist nicht solo. Ich hab keine Frau, die keinen Mann hat hier in dem Spiel. In meinem Dorf. Die Frauen sind ja alle vergeben. Ja. Selbst die 5-jährige Casimira, das ist ja wohl schon ganz klar, dass mein Sohn die klar macht später mal. Ja. Also. Hallo? Die ist quasi schon versprochen. Also das habe ich jetzt so als Vater schon so festgelegt. Als Dorfchef, ja, obliegt mir das? Weiß dein Sohn das auch? Was geht denn denen das an? Hat er eh kein Mitspracherecht. Ich werde ihn dann schon irgendwann dahingehend informieren. Fertig. Ja. Irgendwann kriegt er die Info. Hallo Rahan. Vielen, vielen Dank für den Resub. Danke für 32 Monate im Kokon. Vielen lieben Dank für den anhaltenden Support. Baumeister Money kommt bei dir vorbei. Schlägt ein Loch in die Wand. Da soll mal ein Fenster rein. Das Fenster ist leider noch nicht da. Bis dahin wird es mit Eisenstäben abgesichert. Dankeschön. Brieftaube für die Hochzeit geht rechtzeitig an alle Beteiligten raus. So genau, so sieht's aus. Hobbys Frau drauf geachtet, nur vergebene Damen im Dorf. Ja, ich durfte, Single-Frauen durfte ich hier gar nicht erst ins Dorf holen. Ja. Das, ne?
Man musste Steve, die mussten sofort einem anderen Mann an die Seite gesetzt werden. Ne? Inga ist da sehr harsch mit mir. Wenn ich abends mal später nach Hause komme, da ist sie auch immer ganz... Naja... Sie guckt dann immer gleich so böse. Ne? Mit ihr. Fichtenzweige. Fichtenbaum. Mhm. Fichte. Fichte. Was soll mit Strauchi sein? Igel. Strauchi lurkt höchstwahrscheinlich. Entspannt sich. Genießt den Stream. Dass ich doch mit deinen Enkelkindern sehen lassen könnte. Ja, das stimmt wohl. Das ist wohl wahr. Ja, man sollte das später noch überprüfen. 400 Eisenpfeile. Wir haben 3 Schurscheren im Moment. Brennholz 6,7. Das geht ganz langsam nach unten. Stöckchen 3,37. Die Baumstämme sammelst. Hast du genug Holz für Tische? Oh, guck. Schick, ne? Ach, guck mal. Unser Sohn setzt sich da direkt erstmal ans Lagerfeuerchen. Hier. Mit der Editha zusammen. Kann ich einer von euch mal das Feuer anmachen? Was ist denn jetzt? Jetzt hat er sich gedacht, nee, wenn der Alte jetzt hier angeschossen kommt, dann gehe ich lieber. Das wird nur peinlich. Ich glaube, das hat er sich gedacht. Das war doch jetzt genau das, was er getan hat, oder? Oh, Vater kommt. Nee, ganz schnell weg. Schön. Schön. Schön wäre jetzt auch irgendwie noch eine Kerze für einen Tisch oder so, ne? Also irgendwas, was man auf den Tisch stellen kann zur Beleuchtung. Aber das ist doch schon ganz nett so jetzt. Einer von euch hätte halt mal das Feuer anzünden können, ihr Pfeifen, ihr Elenden. Bitteschön. Ja, das ist doch, so. Ja? Schön! So langsam wird das doch was hier. Sehr schön. Finde ich gut. Gefällt mir. Nice. So, dann können wir beim nächsten Mal können wir noch super viel Dekokram machen. Also Holzlöffel, Schüsseln, Körbe, hier das Holzrad und so. Also da können wir ja noch super, super viel ein Dekokram freischalten. Ne? Wird immer heimeliger, ja, ne? Genau so soll es ja auch. Entschuldigung, ich bin hier gerade ins Mikro gekommen. Ah, Frau wohl zunichte gemacht. Ja, leider, Rock. Leider. Nas oder Nax? Die waren in den Lagern sehen würde. Ja, das würde ich auch noch toll finden. Das würde ich auch noch toll finden. Aber du kannst die auch draußen hinschmeißen im Lager. Das geht auch. Das ist halt nur ein bisschen mehr Aufwand und du kannst sie dann nicht einfach so aus dem Lager, aus der Kiste nehmen. Verdammt. So. Was macht denn der Herr Hirnstotz da? Der guckt da in irgendein Spiel rein. First Look, Teardown. Der klingt da gar nicht so schlecht, oder?
Das klingt gut. Ja. Ja, 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 ja. Meine Lieben. Habt ihr Mikado gesehen? Ja, genau. Kann man machen. Meine Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch eine erholsame gute Nacht. Willst du es etwa abgeben? Ja, ich gebe euch jetzt ab an den lieben Herrn Hirnsturz, an den Minjas. Wünsche euch noch einen fantastischen Restabend. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Mal gucken, was wir morgen Abend machen. Das weiß ich noch nicht. Das tut mir leid, Leveler. Entschuldige. Aber 3 Stunden sind überzogen schon. Und das ist ja immer so. Dienstag, Mittwoch, 3 Stunden. Nicht mehr. Wegen der Arbeit und so. Morgen wieder früh raus. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Einschalten. Eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.